Das ist eine Wetterlage, die schon frühsommerlich anmutet. Wir haben ein Hochdruckgebiet östlich von uns, Tiefdruckgebiete über West- und Nordwesteuropa und dazwischen kommt wirklich sehr warme Luft aus dem Mittelmeerraum zu uns, beziehungsweise die stammt eigentlich aus Nordafrika, wo sich auch ein bisschen Sahara-Staub aufwirbelt und auf den Weg in unsere Richtung macht. Da sage ich nachher noch etwas dazu. Wir schauen erstmal auf die Möglichkeit von 25 Grad. Es wäre ein meteorologischer Sommertag heute. Wo ist der möglich? Vereinzelt im Rheinland und im Ruhrgebiet etwa. Da kann es dank föhniger Effekte vom Sauerland runter diese 25 Grad geben. Nicht allzu weit entfernt von diesen 25 Grad ist man hier am Neckar und auch am Oberrhein entlang mit so 23, 24 Grad. Wir haben ein paar Schleierwolken, vor allen Dingen im Westen und im Nordwesten Deutschlands und wie gesagt, auch ein bisschen Sahara-Staub, der in Algerien startet und hier übers westliche Mittelmeer Frankreich zu uns kommt. Hier liegt Deutschland. Man sieht, im Osten ist nichts, aber im Westen kommt schon dieser Staub ein wenig an. Im Laufe des Tages, erst am Sonntag, wird da noch ein wenig mehr davon in der Luft sein. Aber ansonsten viel Sonnenschein an diesem Samstag, praktisch stahlblauer, azurblauer Himmel. Kaum eine Wolke ist da. Die erwähnten Schleierwolken haben wir im Westen und im Nordwesten unseres Landes. Das bedeutet dann 12, teilweise auch 13 Stunden Sonnenschein, die volle Ausbeute. Und dementsprechend auch aufpassen in der Mittagszeit. Die Luft ist ja klar, hohe Sonnenbrandgefahr in der Mitte und im Süden unseres Landes, teilweise schon nach 15 oder 20 Minuten bei hellhäutigen Menschen. Im Nordosten haben wir einen strammen Südostwind. Im Südwesten ist der Wind kaum zu spüren. Insofern haben wir hier auch die höchsten gefühlten Temperaturen. Da kommt man wirklich schon ins Schwitzen bei 28 Grad entlang des Oberrheins.